So, meine lieben Slimer, willkommen bei einer neuen Folge von Slime Rancher. Wir sammeln die Quaderbeeren alle ein und ich glaube, wir lagern die auch direkt ein, weil wir nicht wirklich vernünftige Slimes haben, die das fressen. Deswegen werden wir das mal einlagern in unser Lagersystem. Aber erstmal nach Hühnchen gucken. Ja, Hühnchen. Immer Hühnchen einsammeln. Das steht auch im Ladebildschirm von Slime Rancher. Also immer schön darauf achten. Was haben wir da eigentlich angepflanzt gehabt? Wisst ihr das noch? Waren das hier die Pogo-Früchte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Kommen wir da nicht hoch? Schade. Ich meine, das waren die Pogo-Früchte, weil dann können wir die nochmal neu anpflanzen. Hühnchen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wenn dieses hohe Gras hier nicht wäre, ne? Dann wären wir die Hühner viel schneller ausfindig machen. Aber nein, das wollen die nicht. So, Huhn. Pogo-Frucht. Was? So wenig. Und die Quaderbeeren hier rein. So, und hier ist nichts drin. Alles klar. Gut, wir haben einen Schlüssel, den wir benutzen könnten. Ich muss nur gerade überlegen, wo wir noch eine Tür haben, um die zu benutzen. Das ist nämlich eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Mir fällt nämlich spontan so nichts wirklich ein, wo wir die hinschmeißen, beziehungsweise wo wir mal öffnen können. Karotten wieder entfernen, beziehungsweise... Oh, Moment mal. Das Ding ist voll, alles klar. Warte, hier ist nichts gewachsen. Eine Minzmango. Das wird den Honig-Slimes aber gar nicht gefallen. Essen die Frucht? Verdammt, die essen auch noch Früchte. Mist, wir müssen die irgendwie hier umsiedeln. Gucken wir mal schnell hier, was da abgeht. So, hier haben wir gar nichts angepflanzt. Da hinten müssten eigentlich... Oh, kaum. So wenig. Was mit dem anderen Baum? Der war ja... Hey, was ist hier los? Warum wächst hier manchmal so wenig? Das kann nicht sein. Wir brauchen viel mehr. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr brauchen wir. Diese 15 Stück, die sind doch... Das ist doch ein Witz. Wirklich. So, Karotten. Gut, die... ich bleib hier hängen. Nein, doch nicht. Die werden irgendwie verhungern irgendwann, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die verhungern können. Ich finde das lustig, dass sie so ein... sowas wie ein Stirnband hätten, hätte ich schon fast gesagt. Nein, das vor den Augen da, wie Zorro, sehen die aus. Sieht ein bisschen, meiner Meinung nach, absurd aus. So, 50 hiervon, 48 hiervon und 24 Hühner. Das ist schon mal nice. So, die Minzmangos. Können wir auch hier reinfüttern, ne? Die fressen das nämlich auch. Die machen viel mehr, viel, viel mehr von dem Zeug. Viel mehr machen die. Guckt euch das an, guckt euch das an. Verkaufen wir das eben, damit die Speicher wieder leer sind und wir genug Geld haben. 10.000 brauchen wir, um das Labor freizuschalten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Labor in dieser Folge schaffen. Hier kommt natürlich darauf an, wie viel die Slimes produzieren. Jetzt haben wir schon 8.000. Ich werde mich mal schnell in die Richtung begeben, aber wir werden den Teleporter benutzen. Weil es als anderes Quatsch, wenn wir jetzt wieder hinlaufen. So, Hühnchen, kommst mit. Teleporter, bitte. Ja, das liebe ich ja so, dass das immer so manchmal so ein bisschen hin und her geht. So, Hühnchen. Was ist denn hier los? Warum sind hier wieder böse Slimes? Böse. Das ist richtig böse. Und wir müssen unser Wasser wieder aufladen. Komm, 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 komm. What? So. Die können wir natürlich auch mit Wasser vollspritzen. Die machen aber dann nicht wirklich besondere Sachen. So, also. Ich habe heute spontan ein wenig gelesen, dass wir die, Kisten, diese Schatzkapseln, die können wir wohl öffnen. Wie genau habe ich allerdings nicht richtig gelesen. Ich habe das nur so kurz auf dem Handy gesehen, dass, oh, ich will den Namen jetzt nicht falsch aussprechen. Also, du weißt schon, wen ich jetzt anspreche. Ich will echt keinen Namen ansprechen, wirklich. Ich will das nicht falsch machen. Deswegen werde ich jetzt hier keinen Namen sagen. Aber diejenige, die weiß schon, wer gemeint ist. So, was machst du? Warum isst du mir das weg, Kollege? Warum, warum? Wir brauchen ein paar Slimes, Freunde. Ja, wir brauchen einige Slimes eigentlich. Huhns? Boah, guckt euch das mal an. Hier sind so viele Steinhühner. Dann nehmen wir doch lieber die mit, ne? 6 Steinhühner. Oh, jetzt sind hier die normalen wieder? Nein. Ach, die machen... Guckt euch mal an, die essen sogar die Wasserslimes.
Die sind ja richtig fies, ey. Richtig fiese Hühnchen sind das. Beziehungsweise Hühnchen, die sind gar nicht fies, sondern die Tar-Slimes, beziehungsweise die Tear-Slimes nennt man sie ja mittlerweile. Tear-Slimes, das sind so... wie halt Tear, ne? Der Autobelag. Von der Straße. Ihr wisst schon, was ich meine. Themawechsel, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verplappere. Ich kann nicht fliegen, verdammt. Das ist ein Mist. So, ich brauche Honig-Slimes, Freunde. Honig, komm. Okay, dafür werden wir die Pogo-Frucht wegballern. Ich brauche wirklich ein paar. Und wir brauchen Oka-Oka. Wir brauchen Oka-Oka, Freunde. Wo finde ich Oka-Oka? Ich brauche Oka-Oka wirklich sehr dringend. Also, jetzt wirklich. Ich muss das mal anpflanzen, damit... Schon wieder diese blöden Hühner. Ne, damit wir die, für wen waren die überhaupt nochmal? Für die, genau, für die radioaktiven Slimes. Ich kann doch nicht sein, dass ich kein Oka-Oka finde. Wir gucken nochmal auf Slimepedia und dann bei Ressourcen und dann Oka-Oka. Haben wir die überhaupt schon entdeckt? Tschüss an. Wir haben die Oka-Oka noch gar nicht entdeckt. Ich weiß aber gerade... Ja, mir fällt gerade ein, wo die sind. Oder waren da die Rüben? Hau rein! Kein Geld? Das war doch ein Katzenslime, oder? Hier. Nein, da waren wir zu spät. Schade, hätten wir vielleicht ein paar Münzen mehr bekommen. Oh, ist das bitter. Das ist natürlich sehr schade. So. Ich brauche Honigslimes, Freunde. Ich brauche Honigslimes. Kommen wir nicht drum rum. Honigslimes brauche ich. Ich brauche Honigslimes, ey. Wir brauchen Honigslimes, damit wir ein bisschen mehr so, ja, die Wirtschaft ankurbeln können. Ach nee, hier müssen wir wieder hochfliegen. Hätte ich das gewusst, hätten wir einen anderen Weg genommen. Komm, warum fliegt er denn nicht ganz hoch? Das finde ich jetzt wieder läppsch. Wir haben super viel zum Fliegen und dann fliegt er aber nicht hoch. Das kann doch nicht sein. So ein Schwachsinn. Wirklich, finde ich blöd. So. Ups, hier waren wir. Das heißt, wir müssen darüber, bevor ich aber hier runterfalle, mir die Beine breche, gehen wir einfach hier oben rum. Jetzt können wir runterspringen. Ein bisschen den Fall abdämpfen. Ja, hallo, Honigslimes. Kommt mit, bitte. Ihr dürft gerne mitkommen. Hier oben war, glaube ich, noch einer. Ja. Hier diese komischen Hühner. Aber davon haben wir anscheinend irgendwie mehr, ne? Komm, dann nehmen wir die mit. Gestrupphühner. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorhin die auf jeden Fall mehr eingepackt von denen. Da waren nämlich sehr, sehr viele noch irgendwo an der Seite. So, du kommst auch mit. Ihr könnt nicht mitkommen. Guckt euch das mal an, was da schon wieder abgeht. Nice. Bam. Diesen weg sind sie. Wir haben das Gebiet hier gesaved. Sind wir nicht nett? Die sind doch voll freundlich, ey, zu den Slimes. Und da vorne ist schon wieder einer. Das kann doch nicht sein. Ey, ich rette euch hier und ihr, was macht ihr mir? Zum Dank wollen die mich hier sprengen oder was? Nein, finde ich nicht in Ordnung, Leute. Es geht nicht. So, wo seid ihr? Honig-Slimes. Wo seid ihr? Ich meine, hier sind irgendwie keine mehr, ne? Die sind ja wohl relativ selten. Schade eigentlich. Da müssen wir einen anderen Weg gehen. Und zwar ganz, ganz woanders hin. Das ist hier eigentlich komplett der falsche Weg dann für Honig-Slimes. So, ihr kommt mit, du kommst mit. Nein, du wurdest gegessen, schade. Hier vorne sind aber noch zwei drauf. Habe ich mich doch für die richtige Hühnersorte entschieden. So, dass wir genug mitnehmen können. Hier sind aber, okay, hier sind auch nochmal fünf. Okay, kann man nicht sagen, ob richtig oder falsch. So, willkommen zurück. Auf der Ranch. So, reinspaziert hier mit euch. Minzmango müssen wir auch anbauen. Und zwar, wow, Leute, ganz ruhig. Die müssen umziehen hier alle. So, ihr müsst umziehen, Freunde. So, Huhns. Gogockels. Ach, das ist ein altes Huhn. Ah. Okay, wartet mal. Huhun.
kommt hier rein. Da können wir noch das Gugokkel zu alte Gedöns hier mitnehmen. Hier, alter Gugokkel. Das war's hier. Mehr haben wir nicht. Nice. Dann können wir nämlich hier nochmal einen Garten hinballern. Zack, zack, zack. Das macht unser... Ja, ich merke es gerade. Das macht natürlich unseren Plan wieder ein bisschen zunichte. Was wir eigentlich geplant haben. Oh Mann, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Shit. So. Steinhuhn. Okay, hier haben wir die Huhns. Na gut. Wir müssen mal kurz hier gucken, dass wir nochmal einen Garten öffnen. Aber wo ist die Frage, ne? Wo eröffnen wir den Garten? Eigentlich können wir den nur hier oben machen. Das heißt, wir müssen das Ding wieder abreißen. Das kostet wieder... Ah, nee, Quatsch, Garten. Hühnerstein müssen wir machen. Das heißt, wir haben wieder richtig viel Geld ausgegeben. Fast 5000 fehlt uns wieder. Aber es bleibt nicht aus. Man muss manchmal ein bisschen umbauen, weil sich dann andere Sachen ergeben. Aha. Tut mir ja leid, aber ich kann es leider nicht ändern, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass wir in dieser Folge leider nicht das Labor freischalten, weil ich einfach kein Geld habe. Und wir können auch nicht unser Auto oder sowas verkaufen, dass wir dann genug Kohle haben. Das geht leider nicht. Ja, schade. Tut mir leid. Aber wir werden versuchen, nochmal ein paar Honigslimes zu besorgen. Und ein bisschen Hühner. Und ein bisschen Karotten. Und ein bisschen von allem. So. Karotten können wir natürlich hier direkt reinfüttern. Die sind nämlich auch relativ hungrig, ne? Seht ihr? 71, ey. Das ballert. Wenn wir die irgendwie vielleicht mal ein bisschen züchten könnten, dass die zwei Plots rausschmeißen. Das wäre nice. Dann werden wir richtig viel Kohle machen. Ich glaube, das machen wir relativ bald. Weil das ist eigentlich das einzig wahre und gute Moment. So, die bringen 30. Okay. Guckt euch das an. Der will einfach nicht essen, der Kollege da. Deswegen werden wir das einfach ernten und die anderen Slimes damit füttern. Und den restlichen Weg werden wir laufen, glaube ich. Ja, wir laufen den. So, haut rein, haut rein. Zwiebeln könnt ihr auch essen. Guten Appetit. Der eine ist ja eh so unproduktiv. So, wir können eigentlich theoretischerweise darüber fliegen. Ich weiß aber allerdings nicht, ob wir das schaffen. Deswegen mit viel Anlauf und viel Hoffnung werden wir es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, Freunde. Deswegen lande ich hier Not. Bisschen dazwischen. Hui, hui. Puh. Glück gehabt. Hier oben ist noch eine Schatzkapsel. Habe ich gerade so spontan entdeckt. Und da unten, was ist hier unten? What the fuck? Da sind nur die blöden Herzrüben. Ich wollte eigentlich Oka-Okas. Ich sehe nix. Ach nö, wirklich? Ach komm. Komm schon. So. Hier kommen wir wenigstens hoch. Haha. Nice. Ja, dann wisst ihr schon eigentlich, wo ich hin will. Nicht hier hoch. Ah, hier hoch wollte ich nur mal gucken, die Lage abchecken, aber naja, das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist mir zu blöd. Ich will nochmal gucken, hier in diesem Gebiet. Da sind nämlich sehr, sehr viele dicke Slimes noch übrig. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir wieder Schlüssel bekommen und dann irgendwie die ganzen Tore nicht aufschließen können, weil es gar keine Tore gibt. Deswegen verstehe ich manchmal auch immer noch nicht den Sinn. Es muss dann irgendwo wahrscheinlich Tore geben, die wir vielleicht nicht kennen oder immer noch nicht gesehen haben. Ich weiß es einfach nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich kann auch nicht mehr machen als ihr. Und ich kann ja echt nur spielen. Also ich kann vielleicht nochmal auf eure Wünsche und Anregungen reagieren. Zeitnah nicht wirklich, weil das halt ein bisschen dauert. Weil ich nehme teilweise 10, 15 Folgen am Stück auf dann. Und dann habe ich 2 Wochen Vorlauf. Und dann fragt ihr euch nach 2 Wochen, warum ich immer noch nicht auf eure Wünsche oder sowas eingehe. Das kann natürlich immer passieren, ne? Das müsst ihr immer bedenken. So. Oka Oka, ich hab's endlich gefunden. Oka Oka, wir brauchten Oka Oka, wir haben Oka Oka gefunden. Das ist nice. Pink Slimes brauchen wir natürlich nicht.
So, Oka Oka, ey, das haben wir gesucht, Leute. Das hat noch gefehlt bei uns im Garten. So, hier springen wir rüber. Das ist mal alles ein bisschen knapp bemessen von mir, ne? So. Radioaktiven Slimes nehmen wir natürlich mit. Wäre cool, wenn hier noch ein paar mehr rauskommen würden. Die sind schon ganz nice. Aber da stattdessen machen hier die bösen Tar-Slimes wieder Stress. Geht nicht, ne? Ey, ich hab den noch erledigt. Guckt euch das an. Die müssen doch schon tot sein. Was soll das denn? So, jetzt. Da kommen die raus. Nice. So, wir haben die Guten. Die Guten, sage ich schon. Ich meine, sind vielleicht alle gut, ne? Aber ich suche natürlich die Slimes aus, die im Moment so vielleicht das meiste Geld bringen. Hier war auch noch was. Hier war auch noch so ein dicker Kollege. Kann man direkt mal Karotten füttern. Ah, das ist ja alles versteckt hier teilweise, ne? Man guckt überall, aber man sieht man nicht mal alles. Kann immer sein, dass man irgendwelche Slimes übersieht. Deswegen mich immer auf dem Laufenden halten, falls ich irgendwas übersehe. Wie gesagt, ich kann nicht zeitnah reagieren, weil die Folgen meistens sehr weit aufgenommen sind. Kollege. So, so, so. Komm, komm, komm. So, ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht mich selber kille, ne? Kann nämlich auch passieren. So, jetzt schnell weg hier. Da unten ist zwar noch einer, der Pogo-Früchte mag. Sollen wir nochmal dahin? Sollen wir das nochmal machen? Oh, im Dunkeln sehen die natürlich sehr cool aus, ne? Finde ich jetzt. So, Oka Oka. Nehmen wir mal mit. Oh, ihr Fettsäcke. Weg mit euch. Boah, die wollen verschwinden, Leute. Das lassen wir doch nicht zu. Das lassen wir nicht zu. So. Ey, hier ist noch ein kleiner. Nice, 19 Stück, ey. Und noch besser, Leute. Oh Mann, verdammt. So. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich rette euch. So, ich glaube, das war's hier. Das war es, das war es. So, wir wollten eigentlich hier rein. Genau. Pogo-Frucht haben wir ja ein bisschen. Können wir die schon mal so ein bisschen vorfüttern? Nein, die brauchen Gemüse. Nein, scheiße, den habe ich verwechselt. Das ist ein anderer. Oh, Mist. Ne, dann müssen wir das wann anders machen, Freunde. Wann anders dann? Wir haben insgesamt 23 schöne radioaktive Slimes eingesammelt. Das sieht immer so bei Nacht so cool aus. Ich finde, das ist auch einfach ein guter Zeitpunkt, einfach hier Tschüss zu sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Ja, in der nächsten Folge von Slime Rancher. Bis morgen dann.